Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gemacht und zwar war das die XXXXXXXL Challenge. Die haben wir auch bravourös gelöst und ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge fehlten noch drei Challenges. Davon habe ich gestern zwei gemacht, die ich aber nicht aufnehmen wollte, weil die einfach nur langweilig sind aufzunehmen. Das war einmal die Brain Challenge, die habe ich beim ersten Versuch geschafft und die Pay-to-Play Challenge, auch beim ersten Mal. Weil wenn man sich da konzentriert und nicht so viel labern muss, etc., dann sind die eigentlich gar nicht mal so schwer. Genau. Die Brain Challenge, ja, ist halt einfach nur warten und hoffen, dass man nicht stirbt in der Zeit. Und Pay-to-Play, blablabla. Auf jeden Fall machen wir heute die allerletzte Challenge, die noch fehlt. Alle anderen habe ich ja schon. Und das ist die Pride Day Challenge. Der stolze Tag. Hoffentlich wird das auch ein stolzer Tag für diesen kleinen Isaac hier. Auf jeden Fall haben wir von Anfang an den 3-Dollar-Bill. Der macht, dass unsere Tränen immer mal verschieden sind. Also wir haben immer nicht nur pro Raum, sondern pro Zeit, ich weiß nicht, alle 10 Sekunden oder so neue Tränen. Dazu haben wir dann noch das Regenbogen-Baby, das ab und das unsere Tränen imitiert, beziehungsweise die Tränen von irgendwelchen familiären Sachen, die wir vielleicht noch mitnehmen. Und dann haben wir noch den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube, das ist einfach der Regenbogenwurm, der da unten als Trinket, der unseren Tränen auch nochmal so einen Effekt gibt, zum Beispiel, dass sie kleiner werden, also so Wobble-Worm oder Wiggle-Worm oder irgendwelche Wurm-Effekte halt. Und das heißt, alles Mögliche ist hier einfach richtig, richtig random von den Tränen her. Und das kann gut sein, kann aber auch blöd sein. Habe ich gestern auch einmal versucht, nach den beiden Challenges, die ich schon bravourös gemeistert hatte. Und dann dachte ich mir aber, die Challenge ist ja gar nicht mal so langweilig, die kannst du eigentlich auch aufnehmen. Und deswegen, das mache ich jetzt. Cool, oder? So, das hätte ich sogar eigentlich gerne. Das ist, glaube ich, das Item, dass die Tränen dann durch den Raum durchgehen, ne? Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und in der Challenge kann man alles weggeben, nur das Trinket nicht. Also sollten wir irgendein Item finden, dass wir irgendwie unsere Items weggeben können, dann wäre das möglich. Nur halt den Wiggle Worm, den Rainbow Worm, den müssten wir behalten. Aber bisher läuft das gar nicht mal so kacke. Ja, ansonsten ist halt eine ganz normale Challenge. Heißt, es gibt keine goldenen Räume, nur Shops. Und Ende ist bei Mutters Herz, wie ich das sehe. Sieht man ja da auf der rechten Seite. Da ist ein kleines Herz, also wird das wohl Mutters Herz sein. Ja, ja, ja. Und ich glaube, unser Schaden, naja, 2. Das geht. Apropos Schaden, was man übrigens freischalten würde in dieser Challenge, ist dann der D8. Der Würfel mit den 8 Ecken. Wer kennt ihn nicht? Der Würfel hat 8 Ecken. 8 Ecken hat mein Würfel. Und hätte er nicht 8 Ecken, dann wäre es nicht mein Würfel. Ja. Und der Reworld auf jeden Fall. Shit, jetzt wurden wir doch einmal getroffen. Die Geschwindigkeit, die Range und die Damage. Ich glaube, was noch? Geschwindigkeit, Range, Damage und noch irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht, was. Ich glaube, die Tiersrate, wie schnell man schießt. Ich glaube, das verändert der alles. Ja. Genau, das wird einmal Reworld. Also der, meistens ist das so, dass er dann bei 2 Attributen die verbessert und 2 Attribute dann verschlechtert. Also es wird einfach nur umgelagert. Aber es kann auch vorkommen, dass der D8 Attribute, 3 Attribute verbessert und nur ein verschlechtert. Aber es kann auch sein, dass er 3 verschlechtert und nur ein verbessert. Aber meistens ist das so, dass er 2 verbessert und 2 verschlechtert. Ja, ja, ja. Heißt, wenn man dann ganz viel Speed hat oder so, aber diesen Speed gar nicht haben will, dann kann man den gerne mal einsetzen und kriegt dann vielleicht dafür ein bisschen Damage. Ja, ja, ja. Das ist doch dann ganz schön. Und dann hätten wir aber zumindest mal alle Items freigeschalten durch diese ganzen Challenges. Habe ich übrigens gestern durch diese Brain Challenge, glaube ich. War das durch die Brain Challenge? Ich weiß es gar nicht. Aber durch eine Challenge von den beiden habe ich 2 Pillen dazu bekommen. Und mit dem anderen habe ich irgendein Trinket freigeschaltet, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, was er macht. Yeah, cool. Aber sobald ich den sehe, kann ich das ja nochmal erklären. Vielleicht kriegen wir die ja in dieser Challenge nochmal. Würde uns zwar nichts bringen, weil wir unser Trinket sowieso nicht. Hilfe! Sowieso nicht austauschen dürfen. Aber egal. Bin ja dann mal gespannt, ob wir überhaupt Trinkets finden. Wenn der Edmund schlau war, dann hat er das sogar ganz deaktiviert für diese Challenge. So, wir können schon wieder zum Boss. Sehr schön. Oh, das ist nicht so schön, dass wir uns selbst in die Luft sprengen. Das tut weh. Isaac, hör doch auf, dich selbst in die Luft zu sprengen. Okay, schönes Feuer. Ich mag Feuer. So.
Range und Tiers, ja, nice. Und dann noch ganz viele Herzen. Ist ganz geil. Also läuft bisher auf jeden Fall relativ gut. Die Tränen haben uns auch noch nicht irgendwie verarscht, dass wir irgendwas richtig Blödes bekommen. Da kann man ja auch richtig die blöden... Kombinationen bekommen, dass man halt gar nichts mehr trifft. Aber das hatten wir bisher noch nicht. Gucken wir mal, ob das so bleibt. So, da hinten hätten wir tatsächlich zwei Räume, wo man Schlüssel braucht. Der eine Raum war, glaube ich, da, wo man zwei Schlüssel brauchte, ne? Ich glaube, da werde ich mal reingehen, denn da kann irgendein cooles Buch drin sein. Einen Job will ich ehrlich gesagt nicht. Na gut, kriegen wir ein bisschen Geld. Ist jetzt nicht das Beste. Dich springe ich mal in die Luft. Ich hoffe, das trifft. Sehr gut. Gut, dann können wir, glaube ich, in der nächsten Ebene mal in den Shop reingucken. Und da ist noch ein blauer Stein. Oh, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Plupp. Vielleicht auch noch eine Münze drin. Nee, aber zwei blaue Herzen. Okay. Nehme ich auch gerne mit. So ist das nicht. Gut, dann haben wir richtig schön viele Leben. Haben ein bisschen Tiers abbekommen. Ein bisschen Damage ab wäre jetzt noch schön. Ja. Schneller als die Zeit sind wir auch. Finden relativ schnell immer den... Oh! Hä? Okay, da hatten wir garantiert den The One-Effekt. Warum haben wir eben so schnell angegriffen und warum waren wir eben so richtig schnell? Na egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere 15 Münzen. Oh, wir haben sogar schon 18. Wo haben wir denn das Geld schon wieder her? Ich weiß es nicht. Aber wir können jetzt auf jeden Fall in den Shop rein. Und der Shop ist hier rechts. Okay, doch nicht, schade. Hätte aber sein können. Au. Ah, die machen so eine blöde Blutspur. Okay, hier ist gar nichts. Sowas Ödes. Nur ein paar Fliegen. Und irgendwelche komischen Sachen, die sich in die Ecke verkriechen und weinen. Oh, eine Fork. Okay, es gibt auf jeden Fall Trinkets, aber wie ihr seht, kann man leider nicht mitnehmen. Man muss den Rainbow Worm behalten. Der süße kleine Regenbogenwurm. Ja, ja, ja. Aber ich würde ihn auch vermissen, wenn wir ihn weggeben würden. Also ich will ihn gar nicht weggeben. Nein, nein. So, alles rippidippi hier machen. Ja, ja. Versuch du ruhig mich anzugreifen. Schaffst es ja eh nicht. So, ansonsten habe ich mir heute eine Lekria Mini X gekauft. Kennt ihr bestimmt, also die kennen Lekria Mini X. Das ist die Vlog-Kamera überhaupt. Und ja, mal gucken, wann die ankommt. Ich bin ja jetzt nächste Woche in Rio zu den Olympischen Spielen für eine Woche. Also von Montag bis Freitag. Und wenn die Kamera davor noch ankommt, dann werde ich wahrscheinlich sogar einen Vlog von da machen. Ein Flocky-Vlog. Cool, oder? Bin ja mal gespannt, ob mir das liegt oder eher nicht so. Also früher hatte ich mal eine Kamera und da habe ich es eigentlich ganz gern gemacht, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Damals noch auf MyVideo, das waren tolle Zeiten. Oh Mann. Ach ja. Mann, Mann, Mann. Und ja, auf jeden Fall kommt ihr dann an und ich habe ja sowieso vor, irgendwie so ein Videotagebuch zu machen von meiner Japan-Reise. Beziehungsweise mein Travel and Work in Japan. Und dafür brauche ich die auf jeden Fall. Also eventuell kommen jetzt in nächster Zeit dann mal ein paar Vlogs auf diesem Kanal. Ja, voll interessant und so. Was haben wir denn hier Schönes? Wir hätten ein... Oh, hä? Achso, die kommen wieder zurück. Ich war kurz verwirrt. Wir nehmen mal die Pille hier mit. Ja, sie hat uns größer gemacht. Cool. Na, eigentlich nicht so cool, aber ist egal. Den Rest brauchen wir nicht. War eigentlich auch unnötig, dass wir das ganze Zeug hier gekauft haben. Naja, weiß man ja vorher nicht. Bomben haben wir auch nicht zu viele. Das lassen wir mal lieber, dass wir da irgendwas in die Luft sprengen. Und wir haben trotzdem noch genau 15 Münzen. Das ist ja wenigstens nicht so schlecht. Damit kann man arbeiten. Und eine The World haben wir auch noch. Also wir können hier auf jeden Fall... Bitte mach mich kleiner. Nein, Hellstaun. Bastard. Egal. So, dann können wir auf jeden Fall in einer Ebene nochmal gucken, wo der Boss ist, wenn wir irgendeine VNXL-Ebene oder sowas bekommen sollten. Was ist das denn für ein komischer Raum hier? Wow! Dann wird das auf jeden Fall... Hä? Gut sein? Den hatte ich ja noch nie in so einem Raum. Wie assig ist das denn? Aha! Okay, kenne ich gar nicht. Finde ich cool. Guck mal, nach 200 Stunden Isaac kommen immer noch neue Räume. Finde ich sehr cool. Und dadurch, dass wir jetzt halt den Goathead, das war der Goathead, ne? Haben, kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch immer... Immer schön hier Sachen. Immer schön den Devil oder Angel Room.
finde ich gut, finde ich gut. Und jetzt haben wir sogar diese schöne Karte, die uns jedes Mal ein weißes Herz gibt, ein Eternal Heart, dass wir sogar einen Herzcontainer dazu bekommen. Also bisher läuft die Challenge eigentlich ganz gut. Dann werde ich mich am Ende wieder ärgern, dass wir nur bis Mutters Herz kommen, weil wir zu OP sind. Das kennen wir ja. Au, du Bastard. Du blöder, blöder Engel. Dabei ist das nur der weiße Engel. Der sollte eigentlich gar nicht mal so viele Leben haben. Naja. So, ein Keypiece, damit wir... Ein Keypiece für mehr... dieser Räume. Angel Rooms. Warte, nein, ich muss doch meine Karte einsetzen. Fuck. Dann kriege ich schon so ein geiles Item. Dann nutze ich es nicht. Naja, egal. Naja, egal. Oh Gott, oh Gott. Ja, hier werde ich auf jeden Fall Schaden bekommen. So. Wollen wir da rein? Komm, wir gehen da rein. Wir trauen uns mal was. Vielleicht kriegen wir ja was Cooles. Wie zum Beispiel Puberty. Oder auch, weiß man nicht. Question Mark. Naja, ist nicht so schlimm. Was macht ein Question Mark? Macht das überhaupt irgendwas? Das macht wahrscheinlich irgendeinen Random-Effekt, ne? Und man weiß nicht, was es macht. Naja, passt ja zur Challenge, dass alles random ist. Finde ich gut, so eine Question Mark-Dings. So. Nein, bitte, bitte nicht angreifen. Ich brauche meine Leben noch. Danke, vielen Dank. Am blödsten finde ich ja diese... Oh, den nehme ich mit. Diesen Effekt, wo die Tränen immer im Kreis sich bewegen. Das finde ich mal richtig doof. Ich habe übrigens heute das erste Mal Olympia geguckt. Und da lief Golf. Ist das nicht toll? Aber das war gar nicht mal so öde, weil die Kommentatoren da einfach die ganze Zeit durchgelabert haben. Als ich früher mal Golf geguckt hatte, da haben die vielleicht alle 5 Minuten mal was gesagt. Das war dann irgendwie nicht so spannend. Was ist denn das hier schon wieder? Ich nehme mal mit. Never Ending Stores. Okay, watch your hey. Es bringt wahrscheinlich mehr Purity. Was macht denn Purity? Hat uns auf jeden Fall ein blaues Herz gegeben. Okay. Ich wollte irgendwas sagen, habe ich jetzt wieder vergessen. Naja. Ah ja, okay, also, ja. Das Ding, das wir gekauft haben, macht, dass der Shop niemals alle wird. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Kann man mal machen. Genau, und Golf war voll toll. Ich muss mich jetzt ein bisschen auf Rio einstimmen. Eigentlich habe ich auch nichts mit diesen Olympischen Spielen an Hut, aber wenn ich schon mal da bin und da auch zugucken muss, soll, kann, dann muss ich da auch irgendwie in die Stimmung kommen. Dann habe ich Judo geguckt und Golf und was es da nicht alles gibt. Und dann, ja, genau. Ja. Die Olympischen Spiele, Leute. Die Olympischen Spiele. Die sind schon ganz schön toll. Aua. Alles tut mir weh. In meinem eigenen Keller. Aber wir haben ein Lebensupgrade dazu bekommen. Sehr schön. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir sogar noch eins voll, bevor wir die Ebene verlassen. Ich hasse den Raum jetzt schon, aber ich habe ihn überlebt. So. Sehr schön. Ich frage mich ja, was immer diese komischen Geräusche sind. So, als wenn irgendwie eine Spinne respawnen würde oder so. Ab und zu. Müsst mal hinhören. Das hört sich ganz komisch an. Achso, und sonst habe ich jetzt gerade natürlich Urlaub. Für 2,5 Wochen. Das heißt, eventuell kommen regelmäßiger jetzt wieder Videos. Also regelmäßig eigentlich jeden Tag. Jeden Tag. Sogar die Zeit, in der ich in Rio bin, hoffentlich. Muss ich halt ein bisschen vorproduzieren für ein paar Tage. Aber passt schon. Und wie gesagt, dann eventuell, wenn die Kamera ankommt, die Vlogs. Okay, wir haben leider unsere Karte nicht nochmal voll bekommen. Ist ein bisschen traurig, aber dafür haben wir gerade richtig geile Tränen hier, um den zu besiegen. Wow, das finde ich ja amazing. So, kriegen wir einen Devil Room. Ich hätte gerne einen Devil Room, danke. Evil Up, geil. Jetzt wird wieder richtig böse. Böse, was ist das? Bekommen wir dann... Wahrscheinlich, ne? Dann bekommen wir schwarze... Ja, nehme ich mal mit. Black Powder. Okay, wir haben schwarzes Powder hinter uns. Aber dafür können wir uns nochmal ein rotes Herz holen. Heißt, wir haben das gerade umsonst bekommen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und wir sind immer noch schneller als die Zeit. So, Dunk Depth One. Sind wir wieder richtig schnell? Ich verstehe das immer nicht.
Und ich weiß auch nicht, ob das hinter uns jetzt noch Ach, das war das Ding, wo man, wenn man einen Kreis gebildet hat, dass da dann ein Pentagramm angekommen ist, der dann Schaden macht. Ja, cool. Hier, ich kessel euch alle ein, da seid ihr gleich alle tot. Ist mir egal, ich kessel euch trotzdem ein. Mehr oder weniger. Verdammt. Ich krieg's nicht hin. Na gut, dann töte ich euch halt einfach so. Wollte ich sagen. So, ich gehe hier trotzdem nochmal rein. Vielleicht kriegen wir irgendwas Schönes. Leider nicht. Und dann machen wir nochmal ein Pentagramm. Oh, ich hätte das so gerne mitgenommen. Gib mir doch die Hörner. Gib sie mir. Ich will meine Hörner abschlagen. Dann halt nicht. Die hätten uns schön stark gemacht. Was haben wir für einen blöden Träneffekt hier gerade? Oh Gott. Oh, die hätte man eigentlich richtig schön mit dem Pentagramm töten können. Naja, gut. Ich habe hier eine graue Kiste. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Hier, ich mache ein Pentagramm. Dann könnt ihr daran sterben. Haha. Aua. Wo ist denn jetzt eigentlich meine Pille hin? Habe ich die gerade eingesetzt? Hatten wir nicht gerade eine Pille aufgehoben? Ist sie verbrannt? Wo ist meine Pille hin? Ach, egal. Ich bin verwirrt. Mal wieder. Jetzt haben wir aber ganz schön viele Leben verloren. Das ist ein bisschen öde. Aua. Okay, sollten wir vielleicht nicht so weitermachen, weil sonst wird das hier nichts. Wir brauchen halt echt mal irgendwie ein Damage-Up. Ein Small Rock wäre schön. Hey, pst. Kleiner Stein. Ich mach ein Small Rock. Ah, fast genauso gut. Aber wir kriegen nochmal ein Lebensupgrade. Ist doch auch was Schönes. So, Hallöchen, Püchen. Ich töte dich einfach mal, wenn das okay ist. 1, 2, 3 und Spinne auch noch. Perfekt. Wir haben eigentlich genug Bomben. Das heißt, wir sprengen uns hier mal den Weg frei. Eine Temperance. Ja, dolle Sache. Eventuell ein bisschen Geld. Ja, toll. Können wir wieder in den Shop rein? Naja, noch nicht ganz, aber fast. Haha, ein Pentagramm. Stört beim Pentagramm. Wir kriegen ganz schön oft diese Sensen, fällt mir auf. Finde ich gut. So, stirb, stirb. Du auch, aua. Und hier haben wir den Shop. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, nee. Aber wird sich lohnen, wenn wir 15 Münzen hätten? Oh, warte, wir können den ja in die Luft sprengen. Vielleicht ist er ja, naja, immerhin 5 Münzen. Brauchen wir noch 4. Kriegen wir schon irgendwie hin. 4 Münzen, das ist jetzt nicht die Welt. Das sollten wir noch hinbekommen irgendwie. Mit ganz wenig Glück geht das. So. Mann, gehe ich halt nach rechts. Blöder Curse auf so irgendwas. Wenn ich nicht nach unten gehen darf. Au. Wieder ein blaues Herz. Okay, uns geht's trotzdem relativ gut. Ich könnte natürlich auch The World einsetzen, aber jetzt sind wir sowieso schon fast am Ende. So. Okay, danke für den Schlüssel, aber ich hätte gern nochmal 4 Münzen. 4 kleine Münzen. Kriegen wir wohl noch hin. Irgendwie. Spiel, please. Da, eine Münze. Tadam! Eine mehr, jetzt wären nur noch 3. 3 Münzen, damit wir einen Kompass kaufen können. Einen schönen Kompass. Ich möchte einen Kompass haben. Denn ein Kompass ist ganz toll. Ein Kompass erleuchtet das Leben sehr. Ja. Was? Perks? Okay. Das ist, glaube ich, nur für diesen einen Raum. Wir brauchen noch eine Münze. Habt ihr wieder gehört? Da war eben so ein Tschick-Tschick. Keine Ahnung, was das ist. Ist das hier schon die Marm-Ebene? Ich hoffe nicht. Ich traue mich nicht. Ist das die Marm-Ebene? Es ist nicht die Marm-Ebene. Okay, wir holen uns aber noch unsere eine Münze. Die steht uns ja wohl zu. Deswegen hole ich mir die jetzt auch. Koste es, was wolle. Selbst wenn es 10 Münzen kosten würde. Ich will diese eine Münze haben. Aua. Scheiße. Lass mich mal in Ruhe. Okay, du bist keine Münze, aber wir haben da oben noch einen Raum. Eine Münze, komm schon, kleines Spiel. Gib mir eine kleine Münze, damit ich mir den Kompass leisten kann. Oh, hi, na? Bist du ein kleiner Miniboss? Schade. Münze? Fuck. Keine Münze für uns. Nein. Uns fehlt genau eine Münze. Das ist traurig. Also, ich weine jetzt auch so ein bisschen. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ach ja, na gut, dann gehen wir einfach zum Boss, beziehungsweise wir sprengen hier einmal in die Luft. Vielleicht ist da ja irgendwo Geld drin. Ein schwarzes Herz. Hm, okay.
Was haben wir da? Okay. Two of Diamonds! Juhu! Perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, dann können wir uns den Kompass doch noch leisten. Lalala, Kompass, Kompass. Komm bitte zu, Isaac. Ich habe eine Puppe. Du musst keine Angst vor mir haben. Nein, ich spiele gerne mit Puppen und mal meine Füße schwarz an. So mache ich das nun mal. Hätte ich auch gerne. Die hätte ich auch gerne, die schwarze. Schwarzkerze. Kann ich mir aber nicht leisten. Da bin ich nicht reich genug für. Nun gut. Dann ab zum Boss, würde ich sagen. Oder? Was sagt ihr? Wollen wir noch nach einem Geheimraum suchen? Nein? Okay, dann nicht. Dann lassen wir das. Dann töten wir einfach nur Gish. Gish, Gish, Gish. Klingt auch so, als wenn man irgendjemanden schlagen würde. Gish, Gish, Gish. So, wir machen jetzt mal ein riesengroßes, geiles Pentagramm. Ist mir egal, ob ich getroffen werde. Ich will dein Pentagramm. Ah, scheiße. Ich krieg das nicht hin. So, jetzt. Pentagramm-Action. Geil. Macht irgendwie gar nicht mal so viel Schaden. Ich hab gedacht, das macht mehr Schaden. So, Pentagramm-Action. Pentamann. So. Pentagramm muss sein. Wenn wir schon so ein Item haben und dafür ein Leben ausgeben, dann will ich das auch nutzen. So. Okay, hallo. Hallo, kleiner Sticky Friend. Und jetzt ist die Frage, wenn wir da jetzt ein Leben ausgeben, ist dann mein weißes Herz weg oder was passiert? Weiß das einer? Egal, ich nehm's mal mit. Ausprobieren, steht, geht überstudieren. Okay, das hat funktioniert. Wollen wir? Nein. Wollen wir nicht. Ist zwar ein bisschen mehr Schaden, aber brauchen wir nicht. Jetzt sind wir in der Mom-Ebene. Wir sind sowieso gleich schon durch. Also bis Moms Herz ist das gar nicht mal so weit. Und ich wundere mich immer noch, warum wir im ersten Raum immer so krass schnell sind. Also so richtig krass schnell. Oh, Schokolade, cool. Von Schokolade muss man immer pupsen. So, hier können wir eigentlich mal reingehen. Oh, das war dumm. Egal, was kriegen wir hier? Gar nichts. Auch sehr schön. Also gar nichts mag ich sehr gerne. Wenn man gar nichts bekommt, dann kann man nichts falsch machen. Au. Bitte nicht mein weißes Herz wegmachen, ja? Ich brauche das noch, glaube ich. Bin nicht sicher, ob ich es noch brauche, aber ich hätte es gern behalten. Denn was mir gehört, ist meins. So. Gut, ich würde sagen, wir wissen ja, wir wissen nicht, wo der Boss ist. Doch, da unten. Okay, wir haben ja unseren Kompass, dann setzen wir den auch einfach mal ein und töten alles, wie immer. Und hier war scheinbar falsch. Oh Gott, dann müssen wir ja richtig den Umweg laufen zum Boss. Na gut, nehmen wir halt noch den Shop mit, der ist ja auch da unten links. Kommen wir garantiert dran vorbei. Obwohl wir wieder 2 Münzen dafür bräuchten. Oder vielleicht auch noch mehr, wir haben ja einen unendlichen Shop. Dann endlich Chop. Chop, Chop, Chop. Das ist ja auch ein geiler Zaubertrick. Oh, Geld, ich hab Geld gehört. Da Geld. Meins. Und in die Arcade können wir auch mal rein. Wollen wir in die Arcade? Wir gehen in die Arcade auf jeden Fall. Moment, wir machen mal. Kann ich irgendwie beides kaputt machen? Sowohl den Toten. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube fast nicht. Machen wir hier erstmal kaputt. Okay. Dann dich und dich. Wir brauchen unsere Bomben nicht. Okay. So, ein bisschen Geld haben wir bekommen. Die sprengen wir auch nochmal in die Luft. Da hätten wir jetzt aber auf jeden Fall den Totenkopf mitnehmen können. Naja, egal. Sind wir gleich im Shop. Haben auch genug Geld für den Shop. Oh Gott. Okay, das lief besser als erwartet. Und wir haben unser Herz gesichert. Puh, gerade noch so. Nein. Ich habe auch einen Gish. Ihr dürft mich nicht angreifen, ich gehöre zu eurer Familie. Na, guck mal, da haben wir noch eins. Das bewahren wir uns erstmal auf. Ein Boomerang. Boom, 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 Boomerang. Kommt immer wieder bei mir an. Ach komm, nehmen wir es mit. No wish, no fun. Sonst müsste ich den ganzen Weg gleich wieder zurücklaufen. Da bin ich zu faul zu.
Und deswegen nehmen wir sie jetzt einfach schon mit. Oh Gott, ich werd mein weißes Herz verlieren. Ich will mein weißes... Oh, das ist weg. Hätte ich mal gewartet. Aber nein, Dizzy ist zu faul zum Warten. Beziehungsweise zum Zurücklaufen. Keine Disziplin, dieser Junge. Mann, Mann, Mann. Das muss er echt noch lernen. Wir gehen sofort zum Boss, würde ich sagen. Ohne Umschweife. Oh ja, liebt euch. Knuddelt einander. Habt einander lieb. Ein bisschen mehr Liebe in dieser Welt. So. Sehr gut. Da kommen wir nicht hin. Dann, hallo Mutti. Wusch geht. Lange nicht gesehen, Mutti. Alles gut bei dir. Ich hoffe doch. Immer noch in Gott verfallen, Mama. Das ist schön. Hast dich also nicht verändert. Ach, okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen spannender hier, weil sonst dauert das zu lang. Machen wir den Kampf halt mal normal. Ohne Schniggi-Schnuggi. Wir können ja ein paar Pentagramme machen. Aha. Anders, Mutti, komm her. In das Pentagramm rein. Go, go. Ein Pentagramm. Das sah doch auch cool aus. So, wenn Mutti jetzt nochmal irgendwann stampfen würde, dann wäre ich glücklich. Aber anscheinend will sie nicht. Jetzt. Na, das war aber außerhalb des Pentagramms. Ach mal, Mutti. Hast du was gegen meine Pentagramme oder wie? Ich hab dir doch voll schön gemacht. Gut, töte ich dich halt ganz normal. Ist ja öde. Ach, da, hallo Mutti, hallo Fuß. Ich mag Füße. Nein, doch nicht. Au. Ist eigentlich egal, was wir mitnehmen. Aber ich nehme mal das Negativ mit. Because I can. Weil ich sonst immer das Polaroid mitnehme. Nehmen wir heute mal irgendwas anderes mit. Ist das ein... Nee, was ist das? Oh fuck, jetzt habe ich das mitgenommen. Was macht das? Das ist ein Item. Ich wusste nicht, dass das ein Item ist. Ich dachte, das wäre ein usable Item. Na gut, egal. Ach was, der Boss ist gleich hier oben? Als ob. Man muss nur zwei Dinger nach oben gehen und dann ist da gleich der Boss. Das glaubst du ja wohl selber. Doch, anscheinend schon. Das ist aber nur ein Miniboss, oder? Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Auf jeden Fall macht unsere komische Chaos-Karte, dass hier alles mögliche einfach in die Luft fliegt, ab und zu mal. Ich auch sehr cool, bestimmt. Wahrscheinlich eher nicht so. Und es ist nur ein Miniboss, alles klar. Der Gluten-Toni, der gute Alte. Au. Oh Gott. Ach, wenn wir getroffen werden, kommen die oder wie? Ah, das wird Sinn ergeben. So, bye bye. Danke für die Herzen, die kann ich gebrauchen. Dann, wo ist der Boss? Unten. Da unten rechts. Okay, das war falsch. Gehe ich halt hier rechts. Was haben wir da auf der Stirn? Achso, unsere Karte. Ja, nice. Au. Oh Gott. Böse, böse, böse. Das ist voll behindert. Wenn man getroffen wird, dass dann überall Bomben noch kommen. Das ist wie so ein ISIS-Attentäter. Der wird beleidigt. In seiner Religion oder was auch immer. Und dann springt da alles in die Luft. Ja, also man könnte meinen, wir würden für ISIS arbeiten. Ja. Das kann man so sagen. Und ich verliere hier gerade ganz schön viele Leben. Dafür, dass das die allerletzte... Ist gar nicht die letzte Ebene, ne? Das ist die vorletzte. Oh. Und dann haben wir nur noch so wenig Leben. Das kann ja gar nicht mehr gut gehen hier. Wie soll das nur gut gehen? Ne, also jetzt ehrlich, wir haben nur noch 4 Leben. Ich bräuchte vielleicht mal ein paar mehr. Na, kommt da irgendwo ein Leben raus? Vielen Dank. Genug Bomben haben wir auch. Wir können hier mal ein bisschen in die Luft sprengen. Kam leider nichts raus. Hallo, ich würde euch gerne töten. Und wir haben kein einziges Damage abbekommen, gell? So richtig öde. So. Aber jetzt bin ich gerade wieder froh, dass wir tatsächlich nur zu Mutters Herz müssen. Weil Isaac oder noch weiter wäre ein bisschen riskanter wieder gewesen. So, hallo. Daddy Longleg, Klon, was auch immer du bist.
Ja, eine Bombe für dich. Weil ich dich so gerne hab. Au. Da, ganz viele Bomben für dich. Weil ich dich so gerne hab. Hey, wir kriegen mal einen Damage-Up. Cool. Fast am Ende der... der Challenge. So, The Pact. The Pact für zwei Herzen, die wir sowieso nicht haben können. Ich würde sagen, ja. Nehmen wir mit. Nochmal ein Damage-Up. Und es hat sogar zwei blaue Herzen gegeben. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dann ist der Pact ja richtig OP. Dann tauscht man ja quasi nur zwei Herzcontainer gegen zwei blaue Herzen und Damage ein. Das ist ja mega krass. Dann nehme ich den Pact auf jeden Fall immer mit. Dann kann man das ja sogar mitnehmen, wenn man überhaupt keine Leben hat. Ist ja voll gut. Wusste ich nicht. Merke ich mir hoffentlich. Habe wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich den Pact immer mitnehmen werde. Aber egal. So, hier können wir mal mitnehmen. Zack. Und wir werden voll den Umweg laufen müssen, wenn ich das schon wieder hier sehe. Der Boss ist oben rechts, oben links. Wir müssen ja richtig komisch laufen. Aber dafür ist unser Damage Cut. Okay, wie auch immer der uns nicht getroffen hat. Ich find's gut. So, hallo Pille. Vielleicht, oh ja, wir sind ja smaller geworden. Vielleicht sollten wir dann mal die Karte einsetzen, die wir schon vom Anfang an mitgenommen haben. Der glaube ich gar nicht mal so kacke. Oh komm, wir müssen nicht mal eine Bombe dafür einsetzen. Oh Gott. Suicide King. Ja, nein, lieber nicht. Haben wir bitte noch irgendeine andere Karte, damit ich Suicide King nicht aus Versehen einsetze? Warte mal. Kann man doch bestimmt irgendwie ablegen, ja. So, weg mit der Kacke. Blöde Suicide King. Sonst setze ich das tatsächlich gleich nochmal ein und dann bin ich einfach tot. Einfach so beim Boss. Denke ich so, yeah, jetzt noch Suicide King einsetzen. Geil. Und eigentlich wollte ich dann nur eine Bombe einsetzen und dann setze ich Suicide King ein und dann bin ich einfach tot. Dann habe ich die Challenge verkackt. Ja, ja, ja. Hier, yeah, eine Bombe für dich. Das wolltest du doch. Ich weiß das doch. Du willst auch noch eine Bombe? Alles klar. Ich habe für jeden eine Bombe. So, wir haben allerdings wieder nicht so viele Leben. Holen wir uns hier ein paar, gell? Finde ich auch gut. So. Vielleicht kriegen wir noch eine Batterie, das wäre auch sehr schön. Sehr gut. Jetzt noch eine Batterie. Geht das überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Aber an sich sollte ja alles da drin sein. Blub, blub. Kling, kling. Na gut, dann ab zum Boss. Wir haben auf jeden Fall volle Leben. Das passt schon. Da haben wir noch ein Leben. Brauchen wir nicht. Brauchen wir eventuell gleich. Ja, nach diesem Raum. Oh Gott, überall Bomben. Eine Bombenstimmung hier. Gut, der war nicht so witzig. Dann, hallo, it lives. So. Okay, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Also die Challenge haben wir auf jeden Fall locker easy geschafft, auch beim ersten Versuch. Haben wir die überhaupt schon mal davor irgendwann gemacht? Ich glaube nicht. Aber weil die Challenge Pride Day heißt, dann kann ich da ja irgendwie so ein lesbisch, bi... LMGT? Wie nennen die sich? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Kann ich so ein Thumbnail machen? Yeah, cool. Für die Schwulen und Lesben und Transgender-Leute. Yeah. So. Nehmen wir das noch mit, damit wir wieder fliegen können. Am Ende können wir mal fliegen. Das finde ich schön. Diese Dämonen-Wings sind schon sehr schön. Und da haben wir den D8 freigeschaltet. Sehr schön, dann haben wir jetzt auch alle Challenges. Dafür kriegt man nicht mal eine Errungenschaft, wenn man alle Challenges hat. Das ist ja öde. Ja, haben wir alle geschafft, ne? Cool, also keine Challenges mehr. Haben wir das geschafft. Kann ich mal wieder Custom Challenges machen eigentlich, ne? Custom Challenges wären auch mal wieder ganz cool. Ansonsten brauchen wir nur noch Greed-Modus mit ein paar und Sahash mit fast jedem. Sahash wird auch nochmal richtig schwer. Aber dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und tschüss!